Für das Video habe ich mal wieder 10 echte Insider-Tipps für GTA Online zusammengetragen, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich sie direkt von Anfang an gewusst hätte. Und da wette ich, ist sogar für den ein oder anderen GTA-Veteran von euch da draußen noch der Tipp dabei, den ihr nicht kanntet. Also, ab geht's! Tipp Nummer 1 richtet sich an alle Autowerkstattbesitzer. Gehört ihr noch immer zu denen, die brav die endlose Liste von Wünschen eurer Kunden abarbeiten und somit Minuten fürs Schrauben aufwenden? Dann hört sofort auf mit dem Blödsinn. Klickt einfach ähnlich wie beim CEO-Fahrzeugexport auch schnellstmöglich die Tuning-Option an, also wählt einfach das Erstbeste. Wenn ihr dann das Auto ausliefert, warten genau zwei Optionen auf euch. Option Nummer 1. Euer Kunde ist sauer und zieht euch 2500 bis 5000 Dollar ab. Oder Option Nummer 2, euer Kunde ist begeistert und gibt euch für die Modifikation einen Bonus von 2500 bis 5000 Dollar. Und ich sag euch, nach etlichen Verkäufen hat sich bei mir herauskristallisiert, dass sich sowohl die Abzüge als auch die Boni in etwa die Waage halten und ihr somit mit plus minus null rausgeht, aber die enorme Zeitersparnis durch das schnelle Tuning auf eurer Seite habt. Tipp Nummer 2. Versteckt sich euer Gegner auf einer Yacht mit aktiver Yachtabwehr? Ihr wisst sicher selbst, das ist eine ziemlich riskante Sache, wenn man in den Radius der Yachtabwehr fliegt, aber es gibt ein Objekt, das die Luftabwehr übersieht. Genauer gesagt, einen Helikopter, nämlich den Sparrow. Ja, richtig, mit dem Sparrow könnt ihr einfach unbekümmert in die aktive Yachtabwehr hineinfliegen. Die wird euch ignorieren und demzufolge wird euch da nichts passieren. Also, happy hunting! Tipp Nummer 3. Seit einigen DLCs gibt sich die Designabteilung bei Rockstar richtig Mühe und liefert die meisten Fahrzeuge mit ganz eigenen Standardfelgen aus, die teilweise richtig geil aussehen und perfekt zum Auto passen. Blöd nur, dass man bei den Standardfelgen die Farbe nicht ändern kann. Oder? Doch kann man. Nämlich mit diesem kleinen Trick hier. Fahrt euer Fahrzeug in eine beliebige Werkstatt und ändert zuerst die Felge auf eurem Reifen zu Classic 5 für 3500 Dollar, die ist im Muscle Car Untermenü. Danach ändert ihr die Farbe der Felge auf eure Wunschfarbe, in meinem Fall hier ist das schwarz. Anschließend ändert ihr wieder die Felge auf eure Standardfelge zurück. Dann verlasst ihr die Werkstatt und wechselt über das Charaktermenü zurück in den Story Mode. Wenn ihr dann wieder in den Online-Modus zurückwechselt, wartet dort auf euch euer Auto mit Standardfelgen in eurer Wunschfarbe. Ja, viel geiler. Und damit zu Tipp Nummer 4. Dieser Tipp richtet sich an alle Nachtclubbesitzer. Habt ihr es auch satt, dass ihr ständig besoffene VIPs in eurem Club rumlungern habt, die dann auch noch vom Chef persönlich nach Hause chauffiert werden wollen? Ja, ich auch. Darum betrete ich meinen Nachtclub nur noch im Passivmodus. Da die Taxifahrten potenzielle PvP-Ziele sind, ihr euch aber im Passivmodus befindet, können die einfach nicht getriggert werden. Was übrig bleibt, sind Randalierer, die wahlweise auf eurer Laderampe rumtorkeln, eure Toiletten exzessiv bewulfen oder den Vibe auf dem Dancefloor ruinieren. Zeigt den Dudes ihren Platz, kassiert 10.000 Dollar und einen satten Bonus für eure Club-Reputation. Tipp Nummer 5. Habt ihr Gegner, die euch mit Militärfahrzeugen auf den Wecker gehen? Mit diesem Tipp könnt ihr jedes zivile Fahrzeug in eine Kamikaze-Waffe umwandeln. Öffnet dafür einfach eine der Türen an einem x-beliebigen Fahrzeug und deponiert auf der Innenseite der Tür 5 Haftbomben. Auf diese Weise sieht man die blinkenden Lichter nicht und sie können auch nicht von Beschuss von außen ausgelöst werden. Danach verschwindet ihr mit Lester von der Karte und der Rest, naja, dürfte wohl klar sein. Mit 6 Detonationen, also 5 Bomben und der Detonation des Autos selbst, richtet ihr garantiert massiven Schaden an. Tipp Nummer 6. Gehört ihr auch zu den Spielern, die bevor sie ernsthaft anfangen, GTA Online zu zocken, erstmal alle relevanten Unternehmen ansteuern? Dann wisst ihr sicher auch, dass das ewige Hin- und Hergeeier und die Ladescreens unterm Strich doch einiges an Zeit fressen. Genau da hakt mein 6. Tipp ein. Beginnt euren Tag in GTA Online doch einfach auf einer Invite-Only-Session. Statt von Unternehmen zu Unternehmen zu fahren, legt ihr einfach euer nächstes Zielunternehmen als Spawnpoint fest, wechselt die Session und werdet so via Ladescreen direkt hinteleportiert. Da ihr in Invite-Only-Sessions unterwegs seid, seid ihr auch immer der Host, weshalb das ganze Ladeverfahren auch immer entsprechend zügig vonstatten geht. Ja, ihr wisst ja, Time is Money. Tipp Nummer 7.
Wenn ihr wieder in Schabernack-Laune seid, versucht euch doch mal an ein paar Boost-Kills. Stellt euch mit einem Fahrzeug, das einen Boost besitzt, hinter ein anderes Fahrzeug in der Nähe, zielt euren Gegner an und dann boosten! Hat alles nach Plan geklappt, ist euer Gegner gestorben und nicht von euch getötet worden. War halt mal wieder ein Autosturm in Los Santos. Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn sich eure Gegner im Passivmodus verstecken, also potenzielle Passivkills sind damit auch möglich. Und wo ich jetzt hier schon mal im Scramjet rumlungere, hau ich auch gleich noch Tipp Nummer 8 raus. Denn der ist was für alle, die mit dem Scramjet unterwegs sind. Alle Scramjet-Piloten kennen das Problem. Man hat sich in der Flugbahn verkalkuliert und steuert genau auf ein Gewässer zu. Mit diesem Trick legt ihr eine Vollbremsung mitten in der Luft hin. Neigt euren Scramjet so, dass ihr kopfüber, also auf dem Dach seid, und wechselt dann schnell in die Charakterauswahl und wählt einen Story-Charakter an. Was dann passiert ist, dass das Spiel euch fragt, ob ihr wirklich in den Story-Modus wechseln wollt. Das Ganze werdet ihr natürlich verneinen und landet einfach an Ort und Stelle kerzengerade in GTA Online wieder Richtung Boden. Eine kurze Frage noch, bevor es weiter mit Tipp Nummer 9 geht. Waren denn jetzt für dich schon ein paar Tipps dabei, die du noch nicht kanntest? Ja? Ah, und was sagt man dann? Na genau, danke! Und das funktioniert auf YouTube am besten mit einem Like und über das würde ich mich hier wirklich freuen. Was du übrigens auch gerne machen kannst, ist eigene Tipps für die Community hier einfach mal mit in die Kommentare zu posten. Und ich lese die nicht nur, sondern ich beantworte die sogar. Danke schon mal im Voraus für den Support und damit weiter zu Tipp Nummer 9. Und der ist was für den Fall, dass ihr wieder mit eurer Crew Produkte aus euren MC-Laboren verkauft. Sicher seid ihr, genauso wie ich, immer genervt, wenn diese Postautos oder Müllwagen kommen. Ihr könnt aber den Zufall der Auslieferungsmission schon in eine kleine Richtung manipulieren, nämlich so, dass nur noch Flugzeuge, Helikopter oder Boote spawnen. Dafür müsst ihr einfach alle Orte, wo LKWs spawnen könnten, zuparken. Der Trick benötigt aber zugegebenermaßen einige Fahrzeuge, da es jeweils 3 verschiedene Spawnorte um eure Labore rundherum für die LKWs gibt, also müsst ihr etwas kreativ werden mit eurer Crew, wie ihr Fahrzeuge ranschafft. Dafür hier noch einige Tipps für mögliche Fahrzeuge, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Neben der mobilen Kommandozentrale und den Pegasus-Fahrzeugen natürlich, kann euch Franklin den Jubilee liefern mit der Agentur und Mrs. Baker aus dem Casino kann auch ein Fahrzeug spawnen. Dann wäre da natürlich noch das persönliche Fahrzeug und ein Sparrow aus der Kusatka. Ja, alles was ihr hier seht, habe ich komplett allein gespawnt und deckt schon die 3 Spawn-Points ab. Mit mehr Leuten ist das natürlich noch viel leichter. Tipp Nummer 10 geht an alle Schrotthandelbesitzer. Wenn ihr mal wieder eine Abschleppmission macht, achtet nächstes Mal auf die Distanz zum Zielfahrzeug. Sollte die Distanz größer als 3 Kilometer sein, nehmt lieber einfach 3 Haftpumpen in die Hand, jagt damit den Truck in die Luft. Das resettet die Mission und ihr könnt ohne Verluste oder Cooldowns direkt einfach die nächste Mission mit einem neuen Ort starten. Man darf nicht vergessen, dass man die Strecke ja auch immer zurückfahren muss und da kommt bei einem 7 Kilometer Hinweg schon insgesamt 14 Kilometer auf die Uhr und das ist schon mad verglichen mit einer Mission, die einen Hinweg von 2 Kilometer hat und dadurch dann eine Gesamtstrecke von 4 Kilometer. 4 versus 14 Kilometer, das ist schon echt ordentlich, also wieder ordentlich Zeit gespart. Danke, dass du bis zu Ende geschaut hast. Ich hab ein Video, was genau zu dir passt. Viele Stunden hat Christel an diesem Video geschnitten, also gebt Daumen nach oben und fleißig Kommentare eintippen. Aber spart euch den Hass, nickt lieber zu dem Bass und sagt was Nettes. Andres, Kokettes, Rick Christel.